Airbus hatte ja jetzt gerade erst vor kurzem den A320 Neo als sogenannten Airbus Corporate Jet, also als Geschäftsreiseflugzeug oder wenn man denn so möchte, als Privatflugzeug in die Luft gebracht und das war schon echt ziemlich beeindruckend. Und ja, wir haben ja auch schon mal in ein paar Videos darüber gesprochen, dass vom Ding her sich jedes aktuelle Boeing-Flugzeug auch als Boeing Business Jet kaufen lässt, also ebenfalls als Geschäfts- bzw. Privatflugzeug. Jetzt ist es ja aber so, dass Boeing demnächst noch das ein oder andere neue Flugzeug bringen wird. Und wenn ich euch jetzt fragen würde, auf welches Modell ihr da besonders scharf seid als Geschäftsflugzeug oder Privatflugzeug, dann wird das wohl die 777X sein. Und was die als sogenannter Boeing Business Jet drauf hat, das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich hoffe, es geht euch gut. Und ja, das ist ja so eine Sache mit diesen sogenannten Boeing Business Jets. Wenn man das als Privatflugzeug hat, dann ist man da vielleicht nicht so scharf drauf, dass das viele Leute sehen. Also gerade wenn es um die Kabine von solchen Business Jets geht, dann kriegt man meist nur Vorschaubilder von Boeing zu Gesicht oder von den Unternehmen, die diese Kabinen ausstatten. Und wahrscheinlich, es kommt ein bisschen auf den Flughafen drauf an, aber ich würde jetzt trotzdem mal behaupten, dass man Boeing Business Jets generell eher selten zu Gesicht bekommt. Es ist also ein absolutes Nischenprodukt, keine Frage. Dabei glaube ich gar nicht unbedingt, dass der hohe Preis dabei das Manko ist, denn so ein Flugzeug kann natürlich gerne mal 500, 600 Millionen oder noch viel mehr kosten, je nachdem, wie die Maschine ausgestattet ist und was es überhaupt für ein Flugzeug ist. Aber so ein großes Privatflugzeug, das kostet selbstverständlich eine ganze Menge Geld. Aber wie gesagt, ich glaube, das ist nicht der springende Punkt, sondern vielmehr die Tatsache, dass wahrscheinlich ziemlich genau null Menschen auf dieser Welt ein solches Flugzeug wirklich nötig haben und damit wirklich etwas anfangen können. Wir lassen dabei mal Regierungen oder größere Firmen außen vor, aber warum in aller Welt sollte man als Privatperson ein solches Flugzeug benötigen? Da reichen in Anführungszeichen doch wohl die normalen Business Jets, wie wir sie gestern zum Beispiel mal kurz überflogen haben. Eine Gulfstream G650 oder eine Global 7500, das sind Flugzeuge, die extrem leistungsfähig sind und meist sogar noch interessantere und bessere Leistungseckdaten liefern, als es so ein Passagierflugzeug liefern kann. Ist aber auch völlig egal. Was ich damit nur sagen möchte, ist, dass diese Boeing Business Jets sehr, sehr selten sind, weil sie nun mal selten nötig sind. Und trotzdem lösen sie sicherlich einen gewissen Reiz aus und es muss sie einfach geben. Boeing Business Jets gibt es jetzt ganz offiziell seit dem Jahr 1996 und von da an konnte man knapp 260 Jets aus dieser Reihe verkaufen. Über 230 hat man bereits ausgeliefert und über 200 von denen sind heute noch aktiv irgendwo auf der Welt unterwegs. Dabei sind es meist sehr exklusive Kunden, Kunden mit besonderen Wünschen, Kunden, die ein wirklich extrem besonderes Flugzeug brauchen und haben wollen. Und selbstverständlich sind das meist Kunden, die anonym bleiben wollen. Und wer weiß, was sich da alles so in den Flugzeugen basteln lässt. Aber ob das alles so notwendig ist, ist wie gesagt eine Frage, die man sich stellen kann, kann man aber auch lassen. Und deswegen wird Boeing selbstverständlich auch die neue 777X in die Familie der Boeing Business Jets mit einbringen, mit übernehmen. Und was die mit dieser Maschine vorhaben, das haben sie gestern in Dubai vorgestellt und das ist wirklich extrem beeindruckend. Gestern veröffentlichte der amerikanische Hersteller dann schon recht genaue Werte zum neuen Luxusjet aus der Boeing Business Jet Familie und ich glaube, das ist gar nicht so einfach vorstellbar, denn die neue 777X wird in Form der 777-9 in der Kabine eine Fläche von 340 Quadratmetern bieten. Das ist ziemlich viel. Eine durchschnittliche Wohnung in Deutschland war im Jahr 2017 91,8 Quadratmeter groß. 91,8 Quadratmeter Wohnfläche finde ich ehrlich gesagt schon mal gar nicht so klein, obwohl es kommt natürlich darauf an, wie viele Leute auf dieser Fläche leben. Aber damit ist die Kabinenfläche, die die 777-9 bieten kann, ziemlich genau 3,7 mal so groß wie eine durchschnittliche Wohnung in Deutschland. Und das sind 340 Quadratmeter, die sich in diesem Flugzeug vollstopfen lassen mit ganz viel ziemlich coolem Zeug und mit wahrscheinlich so ziemlich allem, was man sich überhaupt in einem Flugzeug vorstellen kann. Ich weiß ja nicht, wie ihr das findet, aber das stelle ich mir ehrlich gesagt schon ziemlich cool vor. So, und jetzt haben wir ja gestern schon über die Flugzeuge von Bombardier gesprochen, über die Business Jets von Bombardier gesprochen, die uns in naher Zukunft, wahrscheinlich noch im Jahr 2019, erwarten werden. Da gibt es die Global 7500 und die Global 8000. Beides Flugzeuge in, man könnte sagen, Business Jet typischer Größe, die die Messlatte schon sehr, sehr hoch legen werden. Die Global 7500 bietet dabei mit knapp 33 Metern Länge. Sie ist also nicht mal 5 Meter kürzer als ein Airbus A320. Auf dieser Länge bietet der Flieger Platz für bis zu 19 Passagiere.
Das muss viel Platz für 19 Passagiere sein und kann dann knapp 14.260 Kilometer weit fliegen. Das ist weit. Die etwas kürzere Global 8000 wird dann Platz bieten für bis zu 17 Passagiere und kann mit den Leuten dann über 14.500 Kilometer weit fliegen. Damit stehen diese beiden Jets schon mal ganz oben auf der Liste und Bombardier warb quasi auch die ganze Zeit damit, jetzt mit diesen beiden Flugzeugen die reichweitenstärksten Business Jets der Welt zu bauen. Deswegen waren die Dinger auch gestern ein großes Thema. Dieser Vergleich ist aber selbstverständlich nicht ganz fair, denn die Boeing 777X ist selbstverständlich vorrangig erst einmal ein Passagierflugzeug. Es ist ein sehr viel größeres und sehr viel schwereres Flugzeug und auch die Airbus Corporate Jets, also die Geschäftsreiseflugzeuge von Airbus, können ausgestattet mit dem Maximum an Zusatztanks deutlich weiter fliegen als die jetzt vom Bombardier vorgestellten Business Jets. Dazu aber auch gleich nochmal mehr. Reichweite ist aber schon der springende Punkt, denn Boeing brachte ja bereits im Jahre 2006 mit der 777-200LR, also mit der Long-Range-Variante der 777, eine extrem reichweitenstarke Version der 777 auf den Markt. Damals war das der kommerzielle Airliner mit der größtmöglichen Reichweite. Bis zu 15.800 Kilometer sollen mit diesem Flugzeug möglich sein oder sind mit diesem Flugzeug möglich. Und Boeing stellte dann 2005, also bevor das Flugzeug an die erste Fluggesellschaft ausgeliefert wurde, auch direkt mal einen Weltrekord auf. Und zwar in 22 Stunden und 42 Minuten Flugzeit flog dieser Flieger 21.600 Kilometer ungefähr. Und das war damit Rekord. Dabei war das Flugzeug natürlich nicht annähernd voll beladen. Das war lediglich zur Demonstration der möglichen Reichweite. Übrigens ganz nebenbei, der aktuell längste Nonstop-Flug der Welt ist die jetzt von Singapore Airlines wieder aufgenommene Strecke zwischen Singapur und New York. Dieser Flug ist mit 18 bis 19 Stunden schon mal ganz unangenehm lang und auf dieser Strecke werden knapp 16.500 Kilometer zurückgelegt. Und falls euch das interessiert, wie sich ein so langer Flug durchhalten lässt, dann schaut gerne mal bei den beiden Jungs von Global Traveler TV vorbei, denn die haben sich das vor kurzem erst angetan und da ist ein wirklich, wirklich ausführliches und sehr interessantes Video bei rumgekommen. Das kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Und damit zurück zum Thema. Die 777, die wird als 777-9 und als 777-8, die werden so als ganz normale Passagierflugzeuge schon enorme Reichweiten bieten können. Dabei ist natürlich interessant, wie weit diese Flugzeuge voll beladen fliegen können, denn dass die Dinger ohne Gepäck und ohne Passagiere noch mal ein ganzes Stück weiterkommen, das ist natürlich klar. Die knapp 77 Meter lange 777-9 wird mit 415 Passagieren an Bord und dazugehörigem Gepäck wohl knapp 14.000 Kilometer weit fliegen können. Die 777-8 mit einer Rumpflänge von fast 70 Metern kommt mit 365 Passagieren an Bord dann etwas mehr als 16.000 Kilometer weit. Damit ist diese Version der 777 dann übrigens auch der direkte Konkurrent zum Airbus A350-1000, also der aktuell größten Version des A350. Der kann etwas mehr als 15.600 Kilometer mit seinen knapp 370 Passagieren zurücklegen. Puh, das waren jetzt natürlich sehr viele Zahlen, aber das soll euch nur mal einen vernünftigen Überblick darüber geben, wozu diese Flugzeuge zum aktuellen Zeitpunkt fähig sind und was die Reichweiten technisch drauf haben. So, bedeutet, dass die 777X und der A350, die schaffen es jetzt schon oder werden es demnächst schaffen, schon ein gutes Stück weiter zu fliegen als die Bombardier Business Jets, die uns 2019 dann über den Weg laufen werden. Was passiert dann also jetzt, wenn ein A350 zum Airbus Corporate Jet wird und eine Boeing 777X zum Boeing Business Jet? Die frei gewordenen Kapazitäten durch fehlende Fracht und fehlende Passagiere, die wird der Flugzeughersteller jetzt mit Luxus und viel wichtiger mit zusätzlichem Sprit füllen. Und dadurch entstehen, tada, noch viel größere Reichweiten. Denkt dabei immer gerne an das Beispiel Flug von Frankfurt nach New York. Das sind ungefähr 6.200 Kilometer Luftlinie. Ein Flugzeug sollte also mindestens 7.000 Kilometer Reichweite bieten, um das ohne größere Probleme vollbeladen vernünftig hinzubekommen. Die Global 8000 Jets oder die Global 7500 Jets von Bombardier, die schaffen diese Strecke also mit einer Tankfüllung hin und zurück. Und auch die Airbus Corporate Jets und die Boeing Business Jets kriegen das selbstverständlich ohne größere Probleme hin. Jetzt bietet Airbus den A350 als Geschäftsreiseflugzeug an und mit entsprechenden Zusatztanks wird dadurch eine Reichweite von 20.500 Kilometern möglich gemacht. Und dabei müssen wir jetzt eine wichtige Tatsache unbedingt im Hinterkopf behalten. Der Umfang der Erde ist am Äquator am größten und beträgt dort 40.074 Kilometer. Das bedeutet, zwei Punkte können auf diesem Großkreis maximal 20.037 Kilometer voneinander entfernt sein, oder? Und das wiederum bedeutet, dass der Airbus A350 als Airbus Corporate Jet
durchaus dazu fähig ist, theoretisch alle zwei Punkte auf dieser Welt nonstop miteinander zu verbinden. Jetzt wird es aber besonders spannend, denn die 777X ist ja in Anführungszeichen als ganz normales Passagierflugzeug schon fähiger als der Airbus A350, wenn es um die Reichweite geht. Heißt, Boeing hat es gestern angekündigt, die genauen Werte. Die Boeing 777-9 wird als Boeing Business Jet ausgestattet mit drei großen Zusatztanks eine Reichweite von 20.370 Kilometern schaffen und die Boeing 777-8 wird ebenfalls ausgestattet mit diesen Zusatztanks auf eine Reichweite von 21.570 Kilometern kommen. Das ist damit ohne Zweifel die größte Reichweite, die ein Business Jet zum aktuellen Zeitpunkt bzw. vielmehr in naher Zukunft bieten kann. Und viel mehr macht dann ja auch gar keinen Sinn, denn der Flieger kann jetzt schon mehr als die Hälfte der Welt umfliegen. Dazu kommt, dass solche ultra-langstrecken mit zunehmender Distanz tatsächlich immer unwirtschaftlicher werden, denn man muss nun mal eine ganze Menge Sprit mitnehmen, um den eigentlichen Sprit überhaupt schleppen zu können. Es wird also irgendwann sehr viel Treibstoff dafür verbraucht, um das Gewicht des Treibstoffes überhaupt tragen zu können. Das ist bei jedem Flug so, aber bei Ultralangstrecken mit Distanzen von über 15.000 Kilometern fällt das dann irgendwann richtig massiv ins Gewicht. Und trotzdem, das, was Boeing dort gestern an Zahlen für die Boeing 777X als Boeing Business Jet vorgestellt hat, das ist wirklich extrem beeindruckend. Diese Reichweite würde genügen, um eine der längsten Verbindungen, die wir hier im deutschsprachigen Raum haben, eine Verbindung von Zürich nach Singapur. Das würde ausreichen, um diese Strecke, die knapp 10.300 Kilometer Luftlinie hat, um diese Strecke hinzufliegen und ohne Nachtanken wieder zurückzufliegen, was wirklich völlig absurd ist. Aber wie dem auch sei, Boeing zeigte gestern dazu auch noch einige Bilder und Videos, wie dann die Kabine einer solchen Boeing 777X als Businessjet aussehen kann. Und in der knapp 6 Meter breiten Kabine der Boeing 777X, die damit übrigens knapp 2,5 Meter breiter ist als die Kabine der 737, soll es von extravaganten Schlafzimmern über Konferenzräume und extravagante Badezimmer, da soll einfach nahezu alles möglich sein. Und wenn es jetzt einen ultimativen Businessjet gibt, dann wird es wohl diese 777X sein. Und schreibt dazu gerne mal in die Kommentare, was ihr gerne in eurer 340 Quadratmeter großen 777X Kabine für doch sehr lange 20 Stunden Flüge hättet. Da bin ich wirklich sehr gespannt. Und damit soll es das für heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es waren ein paar interessante Zahlen und Informationen zur neuen 777X als Boeing Businessjet dabei. Und dann sehen wir uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Ich freue mich auf eure Kommentare und tschüss.